ganz herzlich heute zu unserer Verleihungsprozession hier in Gerolzhofen begrüßen. Wir beginnen mit dem Lied 849 und singen die ersten drei Strophen. Deinem Heiland, deinem Lehren. Verdienen und Geistesarbeiter. Menschen, die glücklich sind und Menschen, die schwere Sorgen oder manches Kreuz mit sich tragen. Eine bunte Vielfalt von Gesinnungen, Berufsgruppen, Lebenslagen hat dieses geheimnisvolle Brot heute zusammengebracht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir antworten mit dem Ruf, wir loben dich, wir preisen dich. Du bist der allmächtige und große Gott. Wir loben dich, wir preisen dich. Nichts war vor dir und nichts ist ohne dich. Wir loben dich, wir preisen dich. Wir loben dich, wir preisen dich. Du bist der Ursprung des Lebens. Wir loben dich, wir preisen dich. In dir leben wir, bewegen uns und sind wir. Wir loben dich, wir preisen dich. Groß bist du in deinen Werken. Wir loben dich, wir preisen dich. In der Schöpfung können wir dich erkennen. Wir loben dich, wir preisen dich. Wunderbar ist, was du erschaffen hast. Du selbst bist der Quell aller Liebe. Es ist dein Geschenk, das wir lieben und Freundschaft schenken. Du schenkst uns die Gnade, dich zu verehren und anzubeten. Wir loben dich, wir preisen dich. Du bist der Herr aller Herren. Wir loben dich, wir preisen dich. Du bist hoch erhaben über uns und doch ganz nah. Wir loben dich, wir preisen dich. Der letzte Psalm, der Psalm 150, will uns noch einmal einen Ruck geben und fordert gleich 11-mal zum Loben auf. Ein ganzes Orchester, alle Instrumente der damaligen Zeit werden aufgefordert, zum Lobe Gottes zu spielen. Und als Höhepunkt zum Schluss, alle lebendige Wesen, der Psalm lautet: Halleluja! Lob Gott in seinem Heiligtum, lob ihn in seiner mächtigen Feste. Lob ihn für seine großen Taten. Lob ihn in seiner gewaltigen Größe. Lob ihn mit dem Schall der Hörner. Lob ihn mit Harfe und Zither. Lob ihn mit Pauken und Tanz. Mit Flöten und Saitenspiel.